Deine Art zu denken hat dich zu dem gemacht, was du heute bist und hast. Die gleiche Art zu denken wird dich aber nicht zu dem bringen, was du gerne hättest. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es auch auf Ihrem Gebiet jemanden gibt, der dort bereits große Erfolge zu verzeichnen hat. Wenn Sie Zugang zu dieser Person gefunden haben, dann sind Sie gut beraten, auf Ihren Ratschlag zu hören. Wahrscheinlich werden Sie im Laufe der Zeit Ihre eigenen Varianten entdecken, aber am Anfang einer Tätigkeit sollten Sie keine Energie darauf verschwenden, das Rad neu zu erfinden. Sie brauchen Ihre ganze Kraft, um die Anfangshürden zu überwinden, die sich bei jeder neuen Tätigkeit zwangsläufig ergeben. Übrigens, wenn wir im Folgenden von Selbstständigen reden, so sind Unternehmer und Angestellte gemeint. Denn letztendlich ist jeder selbstständig. Das heißt, jeder arbeitet doch schließlich für sich. Selbstständig ist jeder, der sein Leben selbstständig führt. Tatsächlich aber ist jeder Mensch einzigartig und genauso einzigartig sind auch die persönlichen Gegebenheiten und Situationen, in denen sich jeder Mensch befindet. Fundamentale Strategien heißen aber gerade deshalb fundamental, weil sie eben auf jeden Menschen zutreffen. Menschen haben den Wunsch zu beweisen, dass sie außergewöhnlich sind. Der Weg, dies zu beweisen, ist aber nicht derjenige, am Anfang einer Tätigkeit bewiesene Rezepte zu ignorieren und neue Strategien auszuprobieren. Es zeugt von viel mehr außergewöhnlicher Intelligenz, wenn sie bereit sind zu lernen und erfolgreiche Strategien zu duplizieren. Sie kennen das Sprichwort, Übung macht den Meister. In Wahrheit ist dieses Sprichwort ganz einfach falsch. Übung macht keinen Meister, Übung macht vielmehr beständig. Was auch immer Sie üben, wird zu einer Gewohnheit. Wenn Sie etwas Falsches üben, entwickeln Sie eine schlechte Gewohnheit. Wenn Sie etwas Richtiges üben, entwickeln Sie eine gute Gewohnheit. Am Anfang einer neuen Tätigkeit legen Sie die Gewohnheiten fest, die Sie durch die ganze Geschäftstätigkeit hindurch begleiten. Darum ist es so wichtig, dass Sie sich von Anfang an bemühen, die richtigen Strategien zu üben. Der Start einer Selbstständigkeit oder einer neuen Karriere ist einfach nicht der Zeitpunkt, um zu spielen und zu experimentieren. Wer das tut, entwickelt lediglich die Gewohnheit zu spielen und nicht lernbereit zu sein. Gute Führungskräfte wissen, dass jeder Mensch verschiedene Lernstufen durchläuft. Zuerst die Kleinkindstufe. Es macht Spaß, solche Menschen etwas beizubringen. Sie sind begierig, so viel wie möglich zu lernen. Nach den ersten Anfangserfolgen kommt irgendwann die Teenager-Stufe. Der Teenager ist überzeugt, selber auf alles bessere Antworten zu wissen. Er wird unbelehrbar. Dies ist eine sehr gefährliche Stufe, denn wer meint, alle Antworten zu wissen, hört auf, Fragen zu stellen. Und damit hört er auf, zu lernen und zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Wir erkennen, dass es immer wieder Raum für Wachstum gibt. Wir werden wieder lernfähig. Wir entdecken, dass wir noch nicht alle Antworten haben und auch niemals alle Antworten haben werden. Die Probleme werden nicht aufhören, weil wir mehr Geld verdienen. Die Probleme werden lediglich eine andere Dimension annehmen. Somit sind wir immer wieder gefordert, uns neues Wissen anzueignen und neue Kräfte zu entwickeln.